Aufnahmen aus dem Marianengraben auf einer Tiefe von fast 11.000 Metern. Der US-Amerikaner Victor Vescovo hat dort mit seinem Unterseeboot einen neuen Tieftauchrekord aufgestellt und den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1960 um 16 Meter übertroffen. Die Expedition bestand aus insgesamt 5 Tauchgängen an verschiedenen Stellen des Marianengrabens. Während der Tauchgänge stießen die Tiefseeforscher auf mindestens 3 unbekannte Arten, darunter einen Krebs mit langen Gliedmaßen. Auf dem Grund fand sich zudem eine Plastiktüte. Ein Beweis dafür, dass auch die tiefste Stelle der Weltmeere von Verschmutzung betroffen ist. Vescovo zeigte sich nach seinem Tauchgang besorgt. Es war nicht komplett überraschend, aber es war schon ein wenig enttäuschend, menschliche Verschmutzung auf dem tiefsten Punkt des Ozeans zu sehen. Als ich zum ersten Mal auf dem Grund war, sah er sehr unberührt aus, fast wie eine Mondlandschaft. Und ich habe Leben gesehen. Zuerst dachte ich, es seien Höhlen von toten Tieren, aber sie bewegten sich aus eigener Kraft. Und sie waren sehr schön. Aber als ich weitergegangen bin, habe ich Teile gesehen, die augenscheinlich von Menschen gemacht worden sind. Ich weiß nicht, ob sie aus Plastik oder Metall waren, aber sie hatten eindeutig scharfe Kanten und auf einem war etwas aufgedruckt. Ganz offensichtlich Müll. Ein wissenschaftliches Ziel der Expedition bestand darin, den Meeresgrund detailliert zu vermessen. Das Spezial-U-Boot musste in 11.000 Metern einen Druck von rund 1.000 Bar standhalten. Bis zu 2 Personen haben in der Kapsel Platz. Das Team um Vescovo plant weitere Tauchgänge im Tonga-Graben im Südpazifik, der als zweittiefste Stelle der Weltmeere gilt.